Wir haben heute eigentlich eine schöne Tour durch den gesamten Standort Bocholt gemacht. Einerseits angefangen bei der klassischen Deckt-Schnurlos-Fertigung, unserem größten Produktionsbereich hier in Halle 50, über den Bereich Service, also sprich die Reparatur und Wartung von defektiven Geräten, bis hin zu unserem ganz neuen Thema, die Produktion von Smartphones auch hier in Deutschland. Für uns ist das ein Pilotprojekt, von dem wir uns natürlich doch einiges versprechen, aber aktuell ist es noch eine überschaubare Größenordnung. Wir fertigen dort ja auch nur eines der neuen Smartphones, das GS185. Aktuell werden von dem GS185 in einem Dreischichtprinzip, in jeder Schicht werden 8 Mitarbeiter eingesetzt, rund 6000 Geräte pro Woche gefertigt. Wir haben flexibel die Möglichkeit, je nachdem wie das Thema angenommen wird, sowohl in Deutschland als auch in Europa, noch 2 weitere U-Linien hinzuzufügen an der Stelle. Das bedeutet, wir hätten die Möglichkeit, 18.000 Geräte pro Woche hier zu fertigen. Ich finde, es ist einerseits eine tolle Geschichte, dass wir es geschafft haben, durch moderne Technologie und den Einsatz von Kollegen das Thema Smartphones auch hier an den Traditionsstandort 1941, ist ja die Gründung des Werks gewesen, zu bringen. Insofern ist es einfach ein Punkt, wo sich ja vielleicht auch Hartnäckigkeit auszahlt und Erfindungsgeist. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, das für uns als Marke und damit Unternehmen wichtig ist, weil Smartphone ist eine Technologie, die jeden beschäftigt, da wird drüber gesprochen oder einfach kurz gesagt, Smartphones sind sexy. Da mitzumischen ermöglicht uns natürlich auch neue Marketingpotenziale und damit Umsatz und Absatz. Und darum geht es auch letztlich. Jedes Unternehmen ist da, um Gewinn zu erwirtschaften. Nur dann hat man eine Möglichkeit zu bestehen hier im Wettbewerb. Wenn wir das mit den neuen Smartphones können, dann sind alle Ziele erfüllt. Ja, Restrukturierung ist ein schwieriges Thema. Da wurde lange damit gerungen an der Stelle. Ich glaube, rein rational betrachtet war es ein Schritt, der für Gigaset leider überfällig war. Man hätte, wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man sich die Entwicklung des Umsatzes anguckt, gemessen an den Personalkosten, hätte der Schritt vielleicht schon früher gegangen werden müssen. Entsprechend war er leider, wie auch an anderer Stelle schon gesagt worden ist, für uns unausweichlich. Es waren harte Einschnitte, die sich durch das gesamte Unternehmen gezogen haben. Das bedeutet, kein einziger Bereich wurde hier irgendwie übermäßig angegangen, sondern angefangen von allen Backoffice-Funktionen bis in die Produktion wurden entsprechende Kapazitäten freigemacht. Allerdings denke ich doch sehr, oder nach den bestmöglichen Themen, die man in diesem Kontext, wenn man davon noch sprechen kann, zur Verfügung steht, sozialverträglich, auch wenn es in diesem Kontext leider halt auch nur ein Tropfen aus dem heißen Stein ist, das mir schon bewusst an der Stelle. Es war notwendig, ansonsten hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, mit den immerhin 930 Beschäftigten, die wir noch international haben, entsprechend auch weiterzumachen. Standort Bocholt ist einfach, wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt nach wie vor für alle unsere Produkte. Es hat ja hier schon durch die Zusammenlegung auch mit dem ehemaligen Produktcenter in Düsseldorf nochmal eine Verstärkung erfahren. Und ich denke jetzt auch nicht nur durch das neue Smartphone-Geschäft, sondern durch die Thematik, dass hier alle Gewerke Hand in Hand so nahe mit dabei sind, haben wir die besten Grundlagen, um unsere Strategie, unsere neue operative Strategie, die seit 2016 in Umsetzung ist, der Portfoliodiversifikation hier eben entsprechend voranzutreiben. Und jetzt geht's nach vorne. Jetzt geht's darum, dass wir für die neuen Technologien, Smartphones, Smart Home und alles, was daran angebunden ist, neue Kollegen finden, die hier auch mitmachen wollen. Jetzt geht's darum, auch irgendwo sexy zu sein als Arbeitgeber und zu zeigen, dass Gigaset den Weg in die Zukunft irgendwo auch geschafft hat. Das sind also die Punkte, die wir uns entsprechend vorgenommen haben.